Hallo. Einen wunderschönen Montagabend. Wir sind hier im Montagsschnack zum Wichtelstream. Ja, ich warte einfach noch einen Moment, bis ihr alle da seid, bis wir dann anfangen. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich hätte dieser Wichtelstream ja gestern schon stattfinden sollen. Leider hatte ich eine private Begebenheit, die es mir nicht möglich gemacht hat, gestern den Stream stattfinden zu lassen. Dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid und dass wir heute alle gemeinsam ein bisschen Weihnachten einziehen lassen. Ich hier mitten im Tannenbaum. Mit ganz vielen Wichtelgeschenken nebendran. Die stehen alle da. Da gucken wir gleich hin. Aber wir warten einfach noch ein bisschen, einen kleinen Moment, damit alle ankommen können und damit alle, die zuschauen wollen, auch den Anfang nicht verpassen. Genau. Ich habe mir einen Tee gekocht. Prost. Dampft leider nicht mehr, weil sonst. Hatte nicht so richtig Lust darauf, mir den Schnabel zu verbrennen. Ja, herzlich willkommen. Hallo Shelly, hallo Petra. Ich muss ein bisschen nach vorne kommen, damit ich das lesen kann. Hallo Anja. Genau. Manchmal gibt es wichtigere Dinge, die nicht zu verschieben gehen. Das ist einfach so. Dafür jetzt heute live und in Farbe. Wir haben. Eine Stunde Zeit hat Shelly gesagt. Dann gibt's Basteln mit Shelly. Also versuchen wir in einer Stunde die wichtigen Geschenke auszupacken. Aber ich habe eine ein Versprechen einzulösen, damit ich. Und jetzt muss Anja mir helfen. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Ich wollte es noch nachgeguckt haben, aber ich weiß es nicht mehr. Bethle, Bertle, ich weiß nicht, wie hieß es noch. Liebe Anja, hilf mir. Wie heißt das, was ich mir hier gerade erarbeite? Ach ja, was man nicht alles tut für so ein Le. Ja, also, ich soll singen. Also, ich singe nicht. Nein. Aber wir machen zum Weihnachtlich. Ich habe mir eine Mütze besorgt, obwohl mir pottenwarm ist unter dieser Mütze. Und ich habe mir überlegt, ich werde eine Weihnachtsgeschichte vorlesen für euch, damit es ein bisschen weihnachtlich wird. Habt ihr eigentlich auch Tee und einen Keks? Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu besorgen. Das könnte etwas länger dauern. Weil hier muss ich ersetzen durch diese tollen Lückekse von Martina. Anja, wie heißen die? Sag es mir. Schreib es in den Chat. Brötchen? Nee, Brötchenle heißen sie nicht. Oder isst du jetzt Brötchen? Pizza, nee, ist auch schön. Bin die einzige Blöde, die hier mit Weihnachtsmannmütze sitzt und Kekse isst, oder? Aber bei mir ist noch nicht Abendessen angekommen. Ich bin heute den ganzen Tag mit, ich glaube, 80 Weihnachtskarten beschäftigt. Ich werde auch noch fertig heute. Ich muss heute noch fertig werden. Gutzle, danke schön. Gutzle heißen sie. Gutzle. Die soll ich mir erarbeiten und dafür soll ich hier singen und ich singe nicht, aber ich habe eine Weihnachtsgeschichte vorbereitet. Jawohl! Kids auf dem Weg ins Bett. Ja, dann mache ich hier heute den Vorleser, liebe Anja. Ich lese eine Weihnachtsgeschichte vor. Damit fangen wir jetzt einfach an und dann gucken wir mal in die Geschenke. Dann schauen wir mal, wer bis dahin uns noch zuschaut. Ob dann alle angekommen sind. Also,
Die Geschichte der die verschwundenen Geschenkanhänger. Lisa und ihre Mutter hatten sich in diesem Jahr eine ganz besondere Idee für ihre Geschenkverpackungen an Weihnachten ausgedacht. Lisa war schon in der Schule und wusste seit einem Jahr, dass die Sache mit dem Christkind zwar eine ganz nett ausgedachte Geschichte war, aber nicht ganz der Wahrheit entsprach. Wenn Lisa nicht immer so viel im Haus herumschnüffeln würde, dann hätte sie vielleicht auch noch 1 bis 2 Jahre länger an das Christkind geglaubt. Lisa war aber nun mal ein neugieriges Kind. Im vorletzten Jahr, als Lisa einen ganzen Stapel Weihnachtsgeschenke im Keller gefunden hatte, hatte sie ihre Mutter noch mit der Ausrede aus der Bredouille gezogen, sie sei ein Helfer des Christkinds, da es am Heiligen Abend ja nicht so schwer tragen könne. Lisa war kurz misstrauisch, sah das Dilemma des Christkinds aber ein. Im letzten Jahr war es dann aber vorbei mit dem Glauben an das Christkind. Als sie im Auto ihres Vaters eine Tüte eines Spielzeugladens fand, in dem augenscheinlich der größte Wunsch ihres kleinen Bruders lag, musste sie noch nicht einmal 1 und 1 zusammenzählen, um zu begreifen, was dort vor sich ging. Ihre Mutter gab auf und dachte sich auch keine neue Ausrede mehr aus. Sie schaute ihren Mann streng an und dann musste Lisa ihr hoch und heilig versprechen, es ihrem kleinen Bruder nichts von der Geschichte mit dem Christkind zu erzählen. Lisa versprach es. Zurück zu der Idee mit den Geschenkverpackungen. Lisa brachte aus der Schule die Idee mit, die Geschenkanhänger für die Weihnachtsgeschenke selbst aus Plätzchenteig zu backen und hübsch zu verzieren. Die Mutter fand die Idee toll. Lisa würde die Geschenkanhänger backen und ihre Mutter die Anhänger an die richtigen Geschenke hängen. Gesagt, getan. Lisa gab sich wirklich viel Mühe. Die kleinen Glocken, Tannenbäume, Engel und Herzen waren wunderschön geworden. Alle waren mit Perlen, Schokolade oder Zuckerguss verziert. Nach dem Trocknen zogen die beiden noch goldene Bänder durch die Plätzchen und legten sie in eine Dose. 2 Tage später war der heilige Abend. Ach da, Entschuldigung. War der heilige Abend da? Es war Tradition, dass Lisa und ihre Mutter gemeinsam den Baum schmückten. Lisas Vater und ihr kleiner Bruder hatten noch einen Laib Brot besorgt und tranken in der Küche eine Tasse Tee und sangen Weihnachtslieder. Als der Weihnachtsbaum fertig geschmückt war, wurde das Weihnachtszimmer verschlossen. Die Kinder und der Vater zogen sich für die Kirche um. Lisas Mutter legte heimlich, still und leise die Geschenke unter den Baum und holte die Dose mit den Geschenkanhängern. Sie war leer. Lisas Mutter schaute in allen anderen Dosen nach, suchte die Plätzchen im Keller, auf dem Dachboden, ja sogar im Badezimmer. Sie waren nicht mehr aufzufinden. Es blieb ihr nichts anderes, als die Geschenke ohne Anhänger unter den Baum zu legen. Sie mussten ja schließlich los, um nicht zu spät in die Kirche zu kommen. In ihren Gedanken bereiteten sich die wildesten Vorstellungen über das chaotische Weihnachtsfest überhaupt aus. Um Lisas kleinen Bruder den Glauben an das Christkind nicht zu nehmen, wurden die Geschenke an diesem Weihnachtsfest so verteilt, wie sie einem in die Hände fielen. Es wurde nicht chaotisch, dafür aber sehr lustig. Lisas Mutter bekam eine Bohrmaschine, Lisa einen Traktor, Lisas Vater eine Kette mit passenden Ohrringen und Lisas kleiner Bruder Buntstifte, die glitzerten. Mit Verlaub, sie gefielen ihm. Auch an den folgenden Tagen blieb es unterhaltsam. Lisas Oma bekam ein Oberhemd mit Krawatte, die Tante neue Tennissocken und ihr Opa eine Porzellanterrine. Erst an dem Zeitpunkt, an dem Lisas Vater ihrer Mutter ein Lob für die leckeren Plätzchen am Heiligen Abend aussprach, die er mit Lisas kleinem Bruder in der Küche zum Tee verzehrt hatte, wurde es kurz still im Raum. Ja. Übrigens, Annika hat die Geschichte geschrieben. Lass ich jetzt mal so stehen. Genau. Ich hoffe, ich habe mir jetzt meine Gutzle verdient. Muss ich nur noch gucken, wie die hierher kommen. Aber die schmecken bestimmt auch nach Weihnachten noch. Nächstes Jahr oder so. Martina? Ne? Und so. Ja, ihr Lieben. Jetzt sind ja noch ein paar dazugekommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, das schaut ja ganz gut aus hier. Jetzt seid ihr ja fast alle da. Sehr gut. Also, es gibt 2 verschiedene Varianten, die ich mir überlegt habe. Die müsst ihr noch mal ein bisschen abstimmen. Und zwar kann ich jetzt Geschenke auspacken und sagen, wer sie gemacht hat. Dann weiß immer noch niemand, wer dieses Geschenk bekommt. Und wir können das als Überraschung lassen, bis es bei euch ankommt.
Ich kann aber auch sagen, während ich das auspacke, für wen das ist. Und wir sagen hinterher, wer das gemacht hat. Genau. Also, um jetzt hier mal nicht die Oder-Frage in den Raum zu schmeißen, frage ich einfach, wer ist dafür, dass geheim bleibt, für wen das Geschenk ist? Sondern wir präsentieren den Absender jetzt. Und entweder sage ich am Ende des Streams noch, wer es kriegt, oder ihr kriegt es tatsächlich als Überraschung erst, wenn ihr das Geschenk wieder auspackt. Iris ist spät dran. Ja, Simone ist auch da, Britta ist da, Dörte ist da, Maria ist da. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Habt ihr alle einen Tee mit? Maria hat bestimmt keinen, die sitzt im Krankenhaus, aber irgendwas ist ja immer. Aber im Krankenhaus gibt es bestimmt auch irgendwo Tee, oder? Ich hoffe doch. Aber es ist nichts Schlimmes, alles gut. Nur eine Routineuntersuchung. Auch nicht von Maria, sondern von Jobi. Alles ist gut. A. Simone ist für A. Jetzt sagen, wer der Absender des Wichtelgeschenks ist und nicht sagen, wer der Empfänger ist. Dörte hat nicht mitgemacht. Genau, das können wir jetzt ja auch sagen. Dörte hat nicht mitgemacht. Du darfst trotzdem zugucken, liebe Dörte. Egal, Hauptsache Geschenke, sagt Britta. Genau, Britta hat auch nicht. Ne? Überraschung. Überraschung ist prima. Also, wir fangen erstmal an. Ich glaube, dann ist es am längsten spannend. Genau, dass ich erstmal sage, wer das Geschenk gemacht hat. Und dann später nochmal können wir überlegen, ob wir das hier auflösen wollen. Dann klappe ich nämlich mein Lösungsbuch wieder zu. Der Absender steht nämlich noch auf dem Karton. Praktisch, praktisch. So, machen wir hier nochmal eben Krümel weg. Ich habe mir hier nämlich so ein kleines Tischchen hingestellt. Und dann starten wir. Es hat keine Reihenfolge. Also, ich zeige euch mal ganz kurz, was euch erwartet. Das da ist hier in den letzten Tagen angekommen. Und das werden wir jetzt durcharbeiten. So. Wir starten mit einem Geschenk. Ich stelle nun mal eben, nee, den Karton, den seht ihr gar nicht, dann lasse ich es einfach hier stehen. Ne? Unser erstes wichtiges Geschenk kommt von Maria. Ach, wie praktisch. Maria, alles klar. Dann können wir hier dein Wichtelgeschenk anschauen. Eine ganz tolle genähte Tasche. Ich habe übrigens alle Geschenke einmal gesichtet, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Also, wir haben eine Tasche, die hat Klettverschluss. Und diese Tasche ist beschichtet, sodass man sie als Lunchbag nutzen könnte. Und hier drin befindet sich eine Handvoll Naschis. Die schmeiße ich natürlich gleich wieder rein. Da sind übrigens 7600 Kalorien insgesamt in allen Paketen. Also das hätte ich auch nicht geschafft. So, und dann ist hier in dieser Tasche noch dieses hier. Das ist, ich hoffe, ich weiß nicht, ob man es jetzt lesen kann. Es ist ein Bienenwachstuch. Das Bienenwachstuch kann Brot, Gemüse, Obst, Salat und Kräuter frisch halten. Das Tuch lässt Lebensmittel atmen und hält sie durch die natürlich antibakterielle Wirkung lange frisch. Durch die Wärme der Hände passt es sich jeder Form an. Mit kaltem Wasser und etwas Ökospülmittel reinigen. Bei Bedarf mit Essigessenz desinfizieren. Zwischen zwei Backpapiere gelegt, kann das Tuch gebügelt und aufgefrischt werden. Also ein Bienenwachsbrotpapier und eine Karte für den Wichtel. Halte ich sie richtig rum? Ja. Eine Karte für den Wichtel.
So, das Geschenk von Maria. Dann machen wir weiter mit dem nächsten. Ja, das nächste Geschenk beinhaltet eine Kleinigkeit für den Wichtelorganisator. Das bin nämlich ich. Das nächste Geschenk kommt von Simone. Und in diesem kleinen Wichtelgeschenk sind kleine Magnete. So spiegelt es, glaube ich, nicht so, ne? Sie sind aber alle gleich. Kann man, glaube ich, sehen. Drei kleine Magnete in einer rosa Tüte, ne? Die muss ja für mich sein. Schwupp. Und, soll ich nochmal eben gucken, diese Karte ist auch für mich. Und Simone hat ganz aufmerksam meine letzten Streams verfolgt. Ich habe nämlich erzählt, dass ich der Sonja Schulte Schleckmuschel geklaut habe. Und ich glaube, ich habe hier jetzt ganz viele, damit ich der lieben Sonja Schulte, zack, keine Schleckmuschel mehr klauen muss. Die schmeiße ich jetzt auch gleich hier unten rein. Entschuldigung, wenn es ein bisschen laut ist, damit das nicht weiter verschickt wird. So, und dann schauen wir uns an. Hier ist die Karte für den Wichtel. Auch sehr schlicht und schön. Und dann haben wir eine Kiste mit Schleife. Seid ihr eigentlich alle noch da? Irgendwie bewegt sich mein Chat überhaupt nicht. Oder seid ihr alle so fasziniert am Gucken? Ja, Simone macht ein Herzchen. Genau, Simone hat ihr Geschenk erkannt. Da drin, oh, da drin sind Winterbeere Teelichte. Und es ist kein Zimt. Muss ich mich ja echt hier zusammenreißen. Aber es riecht wirklich mega. Ich schleife wieder drum. Simone hat es auch freundlicherweise ganz locker gehalten, dass ich das gut auf- und wieder zumachen kann. Und dann gibt es noch ein zweites kleines Paket. Das ist dieses hier. Auch mit einer kleinen Schleife, die man einfach so abziehen kann. Sehr praktisch. Unten drunter sieht man, dass es von Simone ist. Und dann kann man es hier aufmachen. So. Und da drin befindet sich Hand- und Nagelcreme. Ähnliches Design, ne? Genau. Eine mega schöne Idee. Ich hoffe, das Wichtelkind freut sich. Ich packe es hier ganz artig wieder ein. Mache die Schleife wieder drum. Steck noch eine Kleinigkeit dazu und bringe es morgen wieder zur Post. So tue ich es mit allen, außer mit denen für Maria und Jopi, weil die sehe ich nicht noch. Zumindest Jopi sehe ich morgen. Ja, liebe Simone, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Schwupp. Dann haben wir, ups, hat mich ein kleines Tütchen erreicht. Ohne Absender, trotzdem angekommen. Mach das hier mal auf. Hier kommt auch eine ganz bunte Mischung raus. So. Genau, hier ist die Karte. Das ist nämlich die liebe Karte, die Karte von der lieben Caroline.
Und Caroline hat, hoppala, wir wollen ja hier nichts umkommen lassen. Fangen wir mal hier an. Ein paar Stoff. Na, so. Hinten muss schon hinten sein, ne? So machen wir das mal. Es gibt vier Schleifen aus. Stellen wir noch scharf? Ja, wir stellen noch scharf. Vielleicht ein bisschen. Danke. Aus Stoff. Die kleben auch schon ein kleines bisschen, sodass man sie also auf ein Paket oben drauf kleben kann. Dazu gibt es Tee. Dazu gibt es das, was jeder Bastelfan im Schrank haben muss, zu Hunderttausenden. Washi-Tape. Hoppala. Dann haben wir ein Sticker-Set. Das finde ich total niedlich. Ein Merry Christmas Sticker-Set. Dann haben wir, damit man gemütlich Tee trinken kann, für jeden Tee ein Teelicht. Die haben sogar, ich muss das mal so anfassen, eine Deko außen drum. Und wir haben Sterne. Kleine süße Sterne. Mega niedlich. Caroline, auch an dich. Vielen Dank fürs Mitwichteln. Pack das jetzt ganz vorsichtig wieder ein. Hoppala. Hatte ich gesagt, vorsichtig, ja, ne? Wollte die Kerze schon zum Keks. Ganz vorsichtig. Ist auch wirklich sehr platzsparend gepackt. Na komm. So, jetzt aber. Dann noch die Washis da rein. So, das stellen wir auch dazu. Und wir kommen zum nächsten. Geschenke! Hoppala, das hier ist das nächste. Bunt. Ach, unten war die Adresse. Genau. Das ist von der lieben Katharina. Katharina hat freundlicherweise alles noch in eine Mülltüte gepackt, damit es auch echt geschützt ist. Total gut. Eine Karte für das Wichtelkind. Sehr schön. Mag ich super gerne leiden. Schöne Winterlandschaft, wenn wir hier schon kein weiße Weihnachten kriegen. Und dann gibt es hier zwei Packungen. Die kann man hier am Schleifchen einfach aufmachen. Ich versuche mal, dass das nicht ausfädelt, damit ich das auch noch wieder reingekriege. So, da drin befindet sich. Mal raus hier. Eine Kerze in Dreiecksform. So, ganz vorsichtig da wieder rein. Schnell wieder die Schleife zu, damit ihr auch nicht so lange warten müsst. Und dann haben wir noch ein zweites Paket. Da war ich über die Verpackung echt überrascht. Da war ich schon versucht, das nachzubauen tatsächlich.
Mega spannend. Das kann man nämlich einfach hier abziehen. Und hier drin befinden sich Kerzen. Ich packe mal nur eins aus. Die sehen so aus. Ist auch mega schön. Wobei ich ja gestehen muss, jetzt muss ich ja doch in das andere Paket noch mal reingucken, weil ich gar nicht weiß, ob wir jetzt nicht so, ob das viermal die gleichen waren oder ich durch Zufall dieselben ausgepackt hatte. Ich guck noch mal rein. Nee, sind dieselben. Ist echt interessant, diese Verpackung. Kann man nämlich einfach hier wieder drüber wieder zu. Mega tolle Idee auch für die Verpackung, gerade mit der Aufgabe, die Dinge so zu verpacken, dass ich sie auf und wieder zumachen kann. Habt ihr euch ja teilweise schwer getan, was ich so ein bisschen in der Kommunikation hören konnte. Trotzdem finde ich, ihr habt das alle super gut gelöst. So, hier haben wir das nächste Paket. Das Paket ist von Tanja, und zwar nicht von Tanja Frühling, sondern von einer lieben Kollegin aus Facebook, aus meinem Netzwerk von Tanja H. nenne ich sie jetzt einfach mal. Tanja H. kann leider heute Abend nicht bei uns sein, weil ihre Tochter krank ist und mit Fieber ganz anhänglich ist. Ich schicke einfach von hier aus Grüße an dich. Sie hat versprochen, den Stream nachzuschauen, sobald sie kann. Vielleicht kommt sie auch noch dazu. Aber wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Dänische Kerzen. Da steigt die Vorfreude, ja. Hier gibt's, ich habe erst gedacht, es ist ein Wollpulli. Nein, es ist nur das Verpackungsmaterial tatsächlich. Und sie hat freundlicherweise eine Seite offen gelassen, sodass ich auch bei den Geschenkpapierdingen einfach mitarbeiten kann. Und hier gibt es Lieblingsmensch. Yes. Einen Filzschlüsselanhänger. Das ist auch ein Teil ihrer Profession bei Facebook. Dann haben wir hier Gummitiere. 760 Kalorien. Pure Leckereien. Das kann ich dann auch noch schön zukleben. Und hier gibt es Tada! Designerpapier. Wir lieben Designerpapier. Genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so rum ging das. Also. Kleiner Einblick. Sehr süß. Schwupp. Designerpapier. Total süß. Ich hatte sie auch daran gedacht, dass ich ganz viele Mädels habe, die mit Papier arbeiten. Sehr schön. Freuen sie sich bestimmt sehr. Und dann. Na? Einpacken ist schon echt manchmal auch nicht so einfach. So, jetzt geht's aber rein. Schwupp. Und dann gibt es hier noch total niedlich
Musste ich ja auch schon aufpassen, dass er doch drin bleibt und nicht noch irgendwie in meinem Schrank landet. Einen kleinen Rentier. Und der Rentier hat eine Schneekugel mit dem Rentier. Ist das nicht niedlich? Juhu! Total süß! Tanja, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Den Pulli wieder drauf. Nee, es ist tatsächlich nur so Dämmwolle oder sowas. Aber eine tolle Idee der Verpackung. Dass es nicht kaputt geht. So, weiter geht's. Wir haben eine Tüte. Die Tüte ist von Iris. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich stelle mal die Tüte runter. So, wir starten einfach mal hiermit. Iris hat eine Ziehverpackung gebastelt. Vorne und hinten dekoriert. Und wenn man dran zieht, kommen weitere 589 Kalorien zum Vorschein. Dann haben wir von der lieben Iris Sterne und hinter den Sternen verbirgt sich eine Bodylotion und ein Body Mist, also ein Körperspray. Ich habe es nicht aufgemacht, um es zu schnüffeln. Das muss das wichtige Kind dann nächstes Mal tun, wenn es hier vorbeikommt. Dann hat das wichtige Kind jetzt auch eine Karte. Das ist diese hier. Eine Weihnachtskarte fürs wichtige Kind. Dann haben wir einen gebastelten Stern aus, ja, Pappe. Cardstock. Iris, hilf mir mal, es ist Cardstock, oder? Es ist noch keine Graupappe, stimmt das? Dann gibt es hier noch ein Tütchen. Hallo, liebe Susanne, schön, dass du reinschaust. Hier gibt es einen Anhänger. Auch sehr niedlich. Eine kleine weihnachtliche Anhängerdeko. Na. Da ich jetzt ja hier irgendwie vor meinem Tannenbaum sitze, kann mir irgendjemand ein aktuelles Feedback für eine Uhrzeit geben, vielleicht. Ich muss ja ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten, sonst wird Shelly böse. Ein Cardstock-Stern, sehr gut. So, und dann haben wir hier noch Kandra Fresh Cotton. Also, es ist eine Kerze. Riecht gut. 20:33 Uhr. Vielen Dank, liebe Anja. Da müssen wir ein bisschen, obwohl wir liegen ja eigentlich gut in der Zeit dafür, dass ich vorher noch was vorgelesen habe und so. Wir kriegen das hin. Und sonst überziehen wir einfach 2 Minuten. Da ist die Shelly bestimmt auch nicht böse drum. So, auch dir, liebe Anja, vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. So, was macht denn euer Tee so?
Entschuldigung. So, wir gucken mal weiter. Und zwar gucken wir in dieses hier. Das ist das wichtige Geschenk von Joachim. Auch Joki genannt. In diesem wichtigen Geschenk weitere 323 Kalorien. Ach, Anja, ich trinke für dich Tee mit. Und wir haben einen gewasselten Briefumschlag. Dörtes Tee ist alle, das ist auch in Ordnung. Hallo Mandy. Und hier drin befindet sich ein Bienenwachstuch. Ihr erinnert euch an das wichtige Geschenk von Maria. Die sind schon miteinander verheiratet, ne? Sieht man, oder? Aber sie sind unabhängig voneinander auf dem Adventsbasar auf die Idee gekommen. Sehr lustig. Finde ich gut. Sie waren unabhängig voneinander unterwegs auf diesem, also nein, sie waren schon gemeinsam auf dem Adventsbasar, aber sie haben unabhängig voneinander geschnüffelt. Tee schlürfen. Sehr gut. Unabhängig voneinander geschnüffelt auf dem Adventsbasar und sind beide zu der Erkenntnis gekommen, da hinten gibt es übrigens. Nicht sehr lustig. Also, auch von Jovi ein Bienenwachstuch. Geht natürlich jetzt an zwei verschiedene Adressen, ne? Und auch von Jovi eine Karte. Und während ich das hier gerade wieder einpacke, muss ich ja noch mal eben sagen, ich hatte mich ja jetzt bewusst da rausgenommen, weil ich gedacht habe, wenn irgendwas nicht ankommt oder uns irgendjemand vermisst, vergisst oder wie auch immer, dass ich kurzfristig einspringen kann, brauche ich gar nicht. Es sind alle Geschenke da. Ich freue mich sehr. Das hat total gut funktioniert, tatsächlich. So, dann haben wir hier ein riesig, riesig, riesig großes. Wofür diese tollen? Was steht da? Ah ja, Stempelpalast steht da. Ja, ich bin also bei meiner Post auch schon bekannt. Einen riesigen SU-Karton. Sehr spannend. Ich muss mal eben gucken. Genau. Da war ich sehr überrascht, weil dieser Karton ist von Ramona und Ramona ist bis jetzt, glaube ich, eine sehr stille Zuschauerin gewesen. Ich war sehr überrascht, weil ich sie irgendwie gar nicht bewusst kenne, tatsächlich. Umso mehr freue ich mich, dass Ramona mitgemacht hat. Ramona heißt Stempel, Stanze und Co. auch SU-Demo. Und hat zwei Tütchen gestaltet. Auch total lieb. Da steht nämlich mein Name drauf. Ich habe ein wichtiges Geschenk gekriegt. Ist das toll? Ha. Total süß. Wir gucken mal da rein. Es ist Pflaumenmus. Selbstgemacht, augenscheinlich. Und eine Kerze. Und dann gibt es ein Teelicht in Beton, würde ich behaupten. Oder in Gips oder so. Auch sehr interessant. Das passt grundsätzlich auch da rein, weil man kann die nämlich rausnehmen und dann könnte man auch die, naja, zumindest bis da
Ich hatte gedacht, das passt. Also gehört es zu nicht so. Es gehört so. Vielen lieben Dank, liebe Ramona. Ich freue mich sehr. Ein Wichtelgeschenk, ein Wichtelgeschenk. Und hier steht nämlich Weihnachtsgruß extra für dich, Christiane. Und dann gibt es diese andere Tüte. Und hier gibt es einen Weihnachtsgruß mit einer Weihnachtskarte an das Wichtelkind. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier rausbekommen. Das ist nämlich eine mega Idee. Hier gibt es einen Tischläufer. Der ist bestempelt. Könnt ihr das sehen? Nein, könnt ihr nicht, weil es ist falsch rum. So rum. So ist es richtig rum. Das ist ein Stofftischläufer. Und dieser Tischläufer ist bestempelt mit unserem Stempelset. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Also mich hat das Geschenk wirklich umgehauen. Das habe ich auch tatsächlich noch nie ausprobiert. Und dann weiß ich ganz genau, warum ich das genau so mache, dass wir die Wichtelgeschenke alle präsentieren und die nicht einfach so schwupp im Karton zum Wichtelkind und irgendwo dann freut sich ein Wichtelkind. So haben die tollen Geschenke doch viel mehr Aufmerksamkeit, finde ich jedenfalls. Huch, Entschuldigung. So, dann gibt es noch Kalorien. Und noch mehr Kalorien. Vielleicht, also man kann das bestimmt kleben. Aber es riecht auf jeden Fall nach Lebkuchen. Ein süßer Engel. Und Kalorien, aber keine süßen, würde ich sagen. Genau. Das hier ist nämlich Mirabelle. Und da war noch eine drin. Dieses hier ist Weißwein Orangenchili. Feine Gelee-Kreation aus Weißwein, Orangensaft, Nelken und einem Hauch Orangenlikör. Genau das Richtige zum Adventsfrühstück. Naja, wenn das Geschenk jetzt dann zum Wochenende hoffentlich bei euch ist, könnte es auch noch ein Adventsfrühstück werden, sonst wird es dann Weihnachtsfrühstück. So. Das da wieder rein. Das da wieder rein. Und dann schieben wir das hoch. Entschuldigung. Diese Riesenkartons sind ja schon echt immer eine Herausforderung, ne? Schieben wir die einfach mal zur Tür raus. Und machen wieder einen langen Arm. Jetzt müssen wir eben zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Das geht ja so nicht, ne? Wo ist denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Wo ist das 13. Geschenk geblieben? Sind alle hier. Das ist schon mal gut. Ich denke noch mal drüber nach. Wir machen zuerst das Kleinere. Das ist das wichtige Geschenk von der lieben Susanne. Susanne hat auch eine Karte gemacht.
Aber wir können nicht reingucken. Sie hat sie zugeklebt. Also lassen wir sie zu. Und dann haben wir ja, ich würde sagen, es sind auch Weingummis. Diese grünliche Tüte. Und Hüttenzaubertee. Hallo liebe Yvonne, schön, dass du reinschaust. Und wir haben hier einen kleinen Wichtel. Das ist ein Filzwichtel, der ist Jetzt haben wir Wortfindungsstörung hier, ne? Wie heißt das? Mit der Nähmaschine genäht. Maria, Simone, Susanne, ihr Näherin, sag doch mal. Ich komme nicht drauf. Gestickt mit einer Stickmaschine, Herrgott im Himmel. Also, und dann kann man nämlich dieses Teelicht in diese Filz da drunter stecken. Gestickt, genau. Jetzt schreibt Susanne auch LED-Wichtel. Genau. Also das Teelicht hier kommt da unten drunter und dann kann er nämlich leuchten. Und dazu gibt es eine Kuschelstunde. Gekettelt. Hier näht nur Mama. Na gut, ich dachte, du hättest dich da auch mit beschäftigt. Eine Badeessenz. Und dazu einen Badeschwamm, würde ich Ihnen, also korrigiere mich, Susanne, wenn ich das jetzt falsch interpretiere. Gesteppt, ja, es ist eine Stickmaschine, genau. Also es ist mit der Maschine da drauf auf das Filz und so. Genau, und dieses hier ist ein Schwamm, ein Badeschwamm. Sehr süß. Auch an dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich glaube, ich weiß auch mittlerweile, wer fehlt. Ja, oh. Könnte sein, dass es da hinten steht. Ja, wir machen noch weiter. So. Das nächste Geschenk. Baderose, genau. Sehr gut. Das nächste Geschenk hat mich erreicht von der lieben Petra. Ich habe Petra, glaube ich, hier heute auch schon gesehen. Jawohl, Petra schaut zu. Obendrauf gibt es ich weiß auch nicht. Es hatte einen Unfall, befürchte ich. Es liegt nämlich einfach so obendrauf. Es hat 323 Kalorien. Und es ist ein bisschen matsch geworden. Aber ich befürchte, es ist auch ein bisschen warm geworden. Das ist nämlich die Karte für mich von der lieben Petra. Und leider, leider hat sie ein bisschen Schokolade abgekriegt. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, liebe Petra, über deine Karte. Vielen Dank. Und so ein Rocher ist schneller im Hals, wenn das schon von vornherein klein ist, ne? Und dann gibt es hoch. Das fängt schon an. So. Das lege ich mal eben zur Seite. Ja, mal gucken. Wir kriegen das präsentiert. Ganz bestimmt. Ich weiß noch nicht wie, aber wir kriegen das präsentiert. So, das ist die Karte für den Wichtel. Und dann
gibt es hier einmal. Also es gibt hier eine Tasse. Vielleicht fangen wir so an. Eine Tasse mit einem Zucker. Da drin scheint tatsächlich sonst nur Papier zu sein. Und vorne an dieser Tasse ist noch so ein Metallstern befestigt, den man aber dann auch einzeln aufhängen könnte. Dann gibt es hier 283 Kalorien, verpackt in Plastik. Auch als Stern. So, und jetzt weiß ich nicht weiter. Es gibt nämlich noch das hier. Und jetzt müssen wir gucken, wie ich das mit euch hier gemeinsam hinkriege. Ich mache euch mal. Ja, mach das jetzt so. Also, es ist eine Explosionsbox. Gott sei Dank wisst ihr alle, wie eine Explosionsbox funktioniert. So dass ich also jetzt euch das einzeln präsentieren kann, ohne und zwar Sekündchen noch. Mini-Moment. So. Und zwar ist das die Explosionsbox mit ganz vielen liebevollen Details. Es gibt hier ein Stück Goldfolie. Das kann man hier reinstecken. Hier gibt es einen Stern. Hier liegt eine lose Paillette. Ich schieb die da mal rein. Ich befürchte, die sollte da auch irgendwo, gehört da irgendwo hin. Hier ist was mit Band zu. Ich stütze mich mal ab, damit ich nicht so zitter. Und hier ist was mit einer kleinen Klammer zu. Hier kann man dann so auch noch was reinschreiben. Mega aufwendig. Ja, finde ich auch eine ganz tolle Box. Super aufwendig. Genau, das haben wir jetzt auf allen Seiten quasi überall. Und hier innen haben wir noch eine kleine Kiste für Fotos. Oh ja. Und diese kleine Kiste kann man auch aufmachen. Und hier gibt es noch, ich flipp aus, ne? Ich würde affig werden, wenn ich so klein basteln müsste. Schaut da mal rein. Hier gibt es noch kleine Tags. Kleine Fototags. Das ist nicht süß. Das ist der Mega-Hammer, wirklich. Und dann gibt es hier noch ganz viele kleine Tags. Mit Glöckchen. Es klingelt. Liebe Petra, Hut ab. Wow, tolles Teil. Super süß gestaltet. Ganz viele Fotos zum Unterbringen. Ich mach's ganz vorsichtig wieder zu. Toll. Und ohne Schokolade. So, ich stelle es hier wieder rein. Lege das wieder dazu, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Wenn dann der neue Adressaufkleber drauf kommt, soll ja alles drin sein. So, dann. Huch,
Nee, das war meine Rolle. Da war nichts rausgefallen. So, hier haben wir das Paket von der Bären Company. Nein, ist es natürlich nicht. Das ist das Paket von Anke. Auch Anke hat bei uns mitgemacht. Und auch Anke hat in ihrem Paket zwei Tüten drin. Kann man das sehen? Auspacken, anschauen, ausflippen. Leider auch, die haben ein bisschen Diskussion gehabt im Karton, befürchte ich. Weil das hat hinten ein klein bisschen gelitten. Das werde ich noch ein bisschen kleben. Und dieses hier hat vorne ein klein bisschen, hier, hat ein klein bisschen gelitten. Und dies machen wir nämlich auch zuerst auf. Denn dieses hier ist für mich. Ein kleines Wichtelgeschenk von mir für dich, Christiane, für die Mühe und Arbeit, die du dir damit machst. Und diese Aktion auf die Beine stellst, herzlichst Anke. Liebe Anke, das habe ich echt gerne gemacht. Und wenn ich mir angucke, was ihr alles zustande bringt bei so einem Wichteln, dann machen wir das nächstes Jahr gleich nochmal. Weil das ist überhaupt kein Problem, Petra. Ich esse die trotzdem, alles ist gut. So, die liebe Anke hat mir nämlich ihr Hobby geschenkt. Es gibt Menschen, die passen einfach perfekt ins Herz. Das ist ein kleines Schild, das kann man sich hinstellen aus Holz, das bemalt die Anke und gibt es auch mit Wunschbemalung. Und das ist meins. Vielen Dank. Ja, genau, wenn was rausfällt, dann gucke ich nur noch mal mein Video an, dann weiß ich, wo es hingehört. Da hast du recht, liebe Dörte. Ja, da sage ich ganz herzlich Dankeschön an dich, liebe Anke. Ich freue mich sehr. Ich mache auch gleich hier wieder zu. Das kommt mit nach unten. Und wir schauen uns das große Wichtelgeschenk an. Für den Wichtel gibt es einmal eine Geschenkverpackung. Kleine Dinge machen oft große Freude, steht da drauf. Ich mache mal die Schleife auf. Und hier drin gibt es Badekristalle, Träume der Provence. Jetzt muss ich doch gerade noch mal überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass das Wichtelkind eine Badewanne zu Hause hat. Also, wenn es das richtige Wichtelkind ist, hat es eine Badewanne zu Hause. Sagen wir es mal so rum. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob ich den richtigen Namen im Kopf habe. Da kann es dann schön planschen gehen. Nicht so weit raus, schwimmen. Montagsabend um 8:30 ist Livestream beim Stempelpalast. Habt ihr eigentlich noch Lust, nächsten Montag auf einen Livestream? Von Sylt? Oder seid ihr Montagabend alle voll im Stress und wir lassen das? So, hier gibt es noch eine kleine Info. Die große Schleife ist nur zum Befestigen während des Transports gedacht, damit der Deckel hält. Darum mache ich jetzt die große Schleife einfach ab und ihr seht das Originalding. Von mir aus gerne, ja klar, logisch, keine Zeit. Gut, dann mache ich auf jeden Fall eine. Dann kann ja Simone nachgucken, wenn sie die Zeit hat. Nach Weihnachten im Zweifelsfall oder eben dann mal nicht gucken. Muss ja auch nicht immer sein.
Genau, aber dann mache ich auf jeden Fall Montag ein. Schokoladenfondue. Ja, Shelly, das. Warum machst du eigentlich nicht deinen Livestream vom Schokoladenfondue? Ist doch auch lecker, dann können wir alle mitessen. So, also, Anke. 769 Kalorien, verpackt in einer super stabilen Dose aus Graupappe, würde ich behaupten. Bezogene Graupappe, aber die gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Eine tolle Verpackung. Ich mache jetzt die große Schleife wieder drumherum, damit das Ding auch noch zum Ziel kommt. Ich kann wieder keine kleinen Schleifen machen. So. Ja, wird halt. Muss halten. Oh weia. Also auf jeden Fall hatte dieses Ding leider eine kleine Diskussion mit meinem Holzding. Vielleicht hatten sie auch eine kleine Meinungsverschiedenheit, weil die Holzkiste so viel Platz im Karton gebraucht hat. Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall schicke ich es weiter, verpacke es nochmal hübsch. So, zwei haben wir noch. Eins steht hier und eins muss ich gleich noch suchen. Ich glaube, das steht da hinten. Und zwar haben wir hier das Paket von Anja. Yes. Und damit weiß auch diejenige, der noch fehlt. Ich buddel mich kurz durch die Zeitung. Auch wieder sehr toll verpackt, damit es heile ankommt. Das ist ja immer wichtig, ne? So, und zwar haben wir einmal Vanillesterne als Teelicht. Huch. Genau, hinten kann man sehen, es sind Teelichte. Vorne sind es Vanillesterne. Und dann, oha, haben wir hier, ich mach mal die Schleife auf. Ich habe nämlich gerade einen kleinen Unfall entdeckt. Den behebe ich aber ganz schnell. So, schon behoben. Das ist die Wichtelkarte. Mega schön, oder? Die gefällt mir richtig, richtig gut. Hoppala. So, und dann gibt es hier einen Kalender für das kommende Jahr. Hatte ich eigentlich schon gesagt, das ist das Wichtelgeschenk von Anja. Also von Anja Ehmann. Wir haben ja auch mittlerweile tatsächlich mehrere Anjas hier so bei uns. Dann haben wir hier eine kleine Kiste in Rauchblau. Und diese kleine Kiste, ich weiß gar nicht, steht das hier drin? Oder diese kleine Kiste ist nämlich für Prägeformen. Nein, ist ein Knoten dran. Also lassen wir das. Ich fummel jetzt keinen Knoten auf. So, auch hier gibt es nochmal eine kleine Adventsgeschichte.
Und schon geht es nicht wieder zu. Das ist ja der Hammer. Hier eben noch. Hallo, liebe Nicole. Schön, dass du reinschaust. Shelly, kein Internet. Das ist ja die Ausrede des Tages. So. So, das haben wir schon. Hier gibt es noch. Zwar vermute ich, dass das so ein bisschen Bastelmaterial ist. Hier haben wir nämlich einmal Glitzerpapier. Das war in dieser Kiste mit drin. Hier so. Dann haben wir hier ein Teelichthalter, vermutlich für den Stern. Oder man brennt die Sterne anders ab und stellt hier ein elektrisches rein, wer so sicherheitsorientiert ist wie ich. Auf jeden Fall ist das wird das viereckig, wenn man es aufstellt. Ein Teelichthalter und ein bisschen Designerpapier. Gibt es hier auch noch zum Basteln. Sehr süß. Auch an dich. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. So. Die große Schleife mache ich gleich dann drum. Und jetzt muss ich einmal tatsächlich zum Esstisch laufen, weil da ist Geschenk Nummer 13 versteckt. Ich habe mich natürlich auch eingebaut, ne? Eine Sekunde. Ihr könnt Tannenbaum gucken in der Zeit. Ich habe meinen Tannenbaum dieses Jahr ein bisschen bebastelt, hier so mit Kugeln und mit so anderen Dingen. Und das habe ich auf dem Blog schon gezeigt. Und da oben den Stern habe ich auf dem Blog schon gezeigt. Guck dir eine Sekunde den Tannenbaum an und ich hole mal eben das 13. Geschenk vom Esstisch. Ich hätte ja vorhin auch noch mal zählen können, ne? Bin aber auch nicht vorbereitet. So, hier ist nämlich Geschenk Nummer 13. Schwupp, da bin ich wieder. Genau, Geschenk Nummer 13 ist von Shelly. Da kriegte ich ja kurzfristig noch Stress, ne? Shelly hat mir in dem Geschenk nämlich auch noch mehr geschickt. Unter anderem ein Weihnachtsgeschenk, was ich in einer WhatsApp-Videokonferenz bei Shelly auf dem Soester Weihnachtsmarkt gekauft habe, den ich ja leider nicht besuchen durfte, weil ich Reiseverbot hatte, ihr erinnert euch. Und so war ich also per Videokonferenz auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, da war alles Mögliche drin. Und dann kam vorhin meine Mutter und ja, Muttis Weihnachtsgeschenk in Shellys Karton mitten auf dem Esstisch. Nein. Und wie ich das so vermutet hatte von meiner Mutter, musste sie natürlich auch erstmal in allem schnüffeln. Und so habe ich also vorhin noch ihr Weihnachtsgeschenk in Sicherheit gebracht in mein Schlafzimmer. Aber dadurch stand der Karton noch auf dem Esstisch. So, eine Shelly-Karte. Oh, das riecht schon. Post von deiner Wichtelmama. Kennt ihr die Karte wieder? Die so schön glitzern kann. Mit Sterne. Und dann gibt es in diesem tollen Weihnachtstütchen hier. Steht das hier eigentlich drauf? Ach so, Weihnachtsmandeln. Sie hat auch gesagt, ich soll nicht die Nase reinhalten. Ich versuche auch schon überhaupt nicht mehr zu atmen. Dann gibt es eine süße Kerze. Da kann ich leider. Also hier steht Lemongrass und Ginger. Ich kann es nur nicht riechen, weil diese Tüte riecht so dermaßen nach diesem hier. Das sind Schoko-Espresso-Bohnen, dass ich gar nichts anderes mehr riechen kann.
Und hier gibt es noch diese Kiste. Die machen wir jetzt auch noch mal ganz vorsichtig auf. Und in dieser Kiste sind Kekse. Also, Shadys Geschenk hat auf jeden Fall die meisten Kalorien abgeräumt. Aber liebe Shelly, auch an dich, vielen Dank fürs Mitmachen beim Wichteln. Und ja, 13 Wichtelgeschenke. Ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn ich jetzt noch umpacken und neu verschicken und so. Das wird morgen noch mal ein echter Akt, das alles zur Post zu bringen. Aber ich finde es einfach schön, dass man wirklich Geschenke begucken kann und schauen kann, was ist da gebastelt worden oder auch kreativ gekauft worden. Und mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Wenn ihr Lust drauf habt, machen wir das auf jeden Fall. Kalorienkönigin, genau. Machen wir das auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal. Und ja, jetzt stehen wir nur vor der einfachen Frage, wer möchte jetzt noch wissen, wessen Geschenk, also was er denn jetzt geschenkt kriegt? Soll ich es jetzt verraten oder soll ich es einfach wieder zur Post bringen? Das dürft ihr jetzt noch entscheiden. Schweigen ihm alle. Prost. Seht ihr das? Ich bin total aufgeregt. Ich glühe total. Genau, eine Oder-Frage mit Daumen hoch beantworten ist, ja. Ich werde das als einfach wieder zur Post bringen. Tanja Frühling sagt, nächstes Jahr bin ich dabei. Das freut mich sehr. Zur Post bringen. Anja ist neugierig, Michelle ist neugierig, Shelly ist neugierig. Ich kriege das tatsächlich nicht hin, wenn ich nur Chat vorlese, dann umzuswitchen von Michelle auf Shelly. Dann lese ich immer vor, Michelle ist neugierig. Verraten. Ja, Katharina. Genau, Simone geht auf, das ist eine gute Idee. Also alle, die es nicht wissen möchten, die gehen jetzt auf. Und ich würde das jetzt erzählen. Wer es nicht wissen möchte, geht jetzt einfach offline, guckt sich den Review nicht an und lässt sich überraschen. Und wer es wissen möchte, der bleibt einfach noch mal 2 Minuten bei mir und dann erzähle ich, wer welches Geschenk bekommt. Also, ich sage dann schon mal Tschüss an alle, die gehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Mitbasteln. Vielen Dank, dass ihr auch diese neue Art von Wichteln mit ausprobiert habt. Und ja, wir sehen uns am 23. in meinem Weihnachtsstream. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Tschüss alle, die gehen. Genau, die jetzt gehen, die gehen in 5 Minuten zu Shelly. Genau, jetzt kommt das dicke Buch hier. So. Das rosa Buch zur pinken Mütze. So, jetzt hat das hier Ratata gemacht. Jetzt sind ein paar weg. Dann machen wir mal eine Auflösung. Es haben mich ja tatsächlich ein paar gelöchert, weil sie wissen wollten, wer das Wichtelkind ist und wer nicht. Ich habe nichts gesagt, bis heute nicht, aber es gibt jemand, der richtig geraten hat. Und auch das habe ich nicht kommentiert. Aber ja, liebe Shelley, du hattest recht. Also, Shelley hatte nämlich vermutet, für wen ihr Wichtelgeschenk ist, und sie hatte recht damit.
Sie hatte vermutet, dass sie für Iris ein Geschenk machen muss und das stimmt. Also, Iris kriegt jetzt 756 Kalorien. Caroline Krützmann, das war das Geschenk mit dem Tee und den Washi-Tapes und den Kerzen, den Sternen, ihr erinnert euch. Das Geschenk geht zu Anja Ehmann. Katharina, die mit der tollen Verpackung, hat ein Geschenk gebastelt für die liebe Maria. Tanja, hatte ich ja gesagt, wir haben eine Bastlerin dabei aus meinem Netzwerk bei Facebook. Die hatte den Wichtel, nein, das war Susanne, falsch, Entschuldigung. Das war der Filz-Schlüsselanhänger. Der geht zu Susanne. So rum wird ein Schuh draus. Die liebe Ramona, jetzt muss ich noch mal eben überlegen. Genau, Ramona mit der Tischdecke schickt ihr Geschenk zu Tanja. Die liebe Maria mit der genähten goldenen, rosé-goldenen Tasche. Die hier bleibt. Nein, natürlich nicht. Maria hat gebastelt für Anke. Anja Ehmann hat, also hatten wir, genau, Anja Ehmann hatten wir mit dem Prägefolderhalter, mit dem Kalender, mit den Bastelutensilien. Das schicken wir weiter zu Petra. Dann Joachim hatte ja die Butterbrot, Bienenwachs, Tütü, Papier. Ich weiß immer noch nicht, wie das genau heißt. Ich glaube Bienenwachs, Papier ohne Butterbrot. Ich merke mir das nur immer so, wenn man das da drin einwickeln kann. Aber also Bienenwachs, Papier. In dem grünen Briefumschlag, das geht zu Katharina. Die liebe Iris hatte gebastelt diese goldene Tüte mit dem Pappstern. Nochmal eben reinlinsen. Die Schokolade, die Kerze, das Body Mist und Body Lotion. Das Ganze geht zu der lieben Ramona. Susanne hat gebastelt den Wichtel, den LED-Stickwichtel. Der geht dahin, wo er hingehört, nämlich zu Joachim. Ich habe zugelacht, weil er grün ist. Es passt einfach total. Ja, die liebe Simone hatte gebastelt. Genau, da unten haben wir es. Die rote Verpackung mit der Handcreme und dieses Weiße aus dem Medley mit den Teelichten. Das Ganze geht zu Caroline. Petra hatte gebastelt. Ich kann, also irgendwas habe ich ja auch mit meinem Gehirn heute, ne? Petra hat gebastelt. Da, die Explosionsbox. Ha! Petra hat gebastelt, die Explosionsbox. Die geht zu Simone, die sich, glaube ich, vorhin auch mega schon gefreut hat, weil das so toll aussah. Und Anke hatte gebastelt die Tüte. Auspacken, ausflippen. Muss noch mal eben reinlinsen. Ach so, mit der Kiste, mit dieser tollen Kiste. Chili, die kommt jetzt zu dir. So. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Ich werde jetzt ganz schnell die Weihnachtskarten fertig machen, weil von mir kommt eine Weihnachtskarte mit in jeden Karton. Und ein kleines Goodie habe ich auch gebastelt für euch. Als Dankeschön fürs Mitmachen. Und ja,
Wie gesagt, das werde ich heute Abend noch fertigstellen. Dann werde ich heute Nacht Adressaufkleber da drauf bappen und dann kommt das morgen wieder zur Post. So dass ihr das also Daumen drücken, toi toi toi, DHL sei Dank, vor Weihnachten auch noch da habt. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, euch hat die Aktion Spaß gemacht. Mir hat sie mega Spaß gemacht. Ja, ich wünsche euch einen schönen weiteren Montagabend. Wir hüpfen jetzt einfach zu Shelly rüber und schauen mal, was sie so last minute noch bastelt für Weihnachten oder vielleicht nicht mehr. Shelly, bastelst du noch weihnachtlich? Genau, bis gleich, ich freue mich. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch mit Tee und Keksen und einer kleinen Weihnachtsgeschichte als kleine Weihnachtsfeier. Die hätte eigentlich gestern schon sein sollen. Wie gesagt, sorry nochmal. Manchmal passieren Dinge, da muss man einfach reagieren. Ich hoffe, es war für euch trotzdem heute auch schön. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Vielen herzlichen Dank an alle und einen schönen Abend noch. Tschüss!